Fest hier bei Valhalla. Ich hatte beim letzten Mal schon mal mit der Eiersuche angefangen und mich ein bisschen gekloppt. Heute mache ich mal hier bei ihm hier weiter. Und David, ich habe gehört, du brauchst meine Hilfe. So ist es. Es hat mich so viel Zeit gekostet, meinen Laden mit neuen Waren für Eastra zu bestücken, dass ich die Siedlung noch gar nicht schmücken konnte. Also soll ich das übernehmen? So ist es. Hier ein neues Banner, dort ein Haufen Knochen. Mach meinetwegen auch was mit dem großen Baum. Ich fürchte, mein Geschmack entspricht womöglich nicht dem der anderen. Unfug, das schaffst du schon. Oh, vergiss nicht, ein paar der Spieler auszuprobieren. Man kann nie genug Festmarken haben. Ich habe ein paar wirklich tolle Sachen für dich. Hier, nimm ein paar Marken aufs Haus. Dankeschön. Ich Oh, werde wie beim lieb von Schmücken dir. der Siedlung mein Bestes geben. Aber wenn es misslingt, gebe ich dir die Schuld. Okay. Zeig mir doch mal, was du hast. Sieh dich nur um. Schauen wir doch mal. Der sieht cool aus. Den kann ich mir sogar schon mal leisten. Blumengestecke und sowas. Wie gleich der Baumkrieger. Sehr schöne Tattoos. Haarschmuck. Entwurf Blumen im Band. Okay, sehr schön. Also den muss ich haben. Farbenprächtiger Raum, sehr schön. Ich glaube, dann habe ich schon mal das Wie Wichtigste. kann ich die Siedlung schmücken? Es gibt viele Stellen, die du verändern kannst. Geh einfach hin und dekoriere sie, wie es dir gefällt. Okay. Muss ich gehen. Auf bald. Schmücke Raffner drauf. Quest verfolgen? Okay. Ja, am 29. April soll ja schon das erste Druiden-Update kommen, sozusagen. Bin ich schon mal sehr gespannt. Will ich zufällig schon mal bauen? Oh ja, ich kann die Bäckerei machen. Backe, backe, Kuchen. Deine Bäckerei ist fertig, Torbjörn. Und unsere Festtafeln werden reicher bestückt sein. Eivor, das ist so großzügig. Ich hoffe, ich kann mich eines Tages erkenntlich zeigen. Du bist hier unter Freunden. Das musst du nicht. Ich muss nicht, aber ich möchte es. Aus tiefstem Herzen. Ich erinnere mich an die guten Dinge, die man für mich tut. Sie wärmen mein Herz in Zeiten, in denen Güte Mangelware ist. Es gibt da allerdings noch eine Sache, falls du einen Augenblick Zeit hast. Ein Getreidehändler hat flussabwärts sein Lager aufgeschlagen. Ich wollte ein halbes Dutzend Säcke bei ihm kaufen, bräuchte jedoch Hilfe beim Transport. Das muss man. Ich kann gerade nicht. Vielleicht später. Keine Eile. Lass es mich nur wissen. Okay. Wäre vielleicht dann gleich danach eine Möglichkeit nachzuschmücken. Ich noch mal gucken, wo ich schmücken kann. Was ist denn da? Was soll das denn da hin? Okay. So, wie sahen denn die Dinger da noch mal aus? Zum wo ich alles Mögliche hinbasteln kann, sozusagen. Das ist schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, die sehen immer aus wie Drachenköpfe oder sowas. Gerade zu doof, die zu finden, glaube ich. Sag mal. Wo stehen die denn rum? Also wenn ich mal wieder einen gesehen habe, dann
Finde ich die auch wieder? Das war der Brief. Soll ich dazu sagen? Ich habe doch so viele Stellen, wo ich das machen konnte. Jetzt finde ich die nicht mehr. Mal gucken, was ich hier bei meiner Liebsten eventuell machen kann. Vielleicht kann ich ja mit der zum Osterfest. Du und Petra, ich könnte mir niemand Besseres für meine Schwester wünschen. Du behandelst sie gut. Sieh dir unbedingt die neuen Sachen an. Da wollte ich jetzt nicht hin. Ich muss gehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald die wieder. Die sehen sich auch so ähnlich. Eivor, mein Herz. Schön, dich zu sehen. Okay, ich dachte jetzt, Bogenschießen, Trinkwettkampf, spielen. Ja. Ich muss gehen. Ich dachte, ich könnte jetzt vielleicht mit ihr zum Osterfest oder so. Aber mal ernsthaft, wo sind die Dinger, die schwimmen können? Das Schiff. Ich hab's auch schon von den Dingen aufgestellt. Guten Tag. Fokussieren, was kann ich nie fokussieren? Ein sächsischer Edelmann, weit weg von zu Hause. Okay. Ich glaube, ich habe das echte. Ja, was soll ich sagen? Und hier? Genau hier.
genau, ich wusste doch, das habe ich nicht aufgestellt. Aber ich kann das irgendwie nicht. Genau, da wollte ich jetzt hin. Vielleicht deswegen auch nicht. So, da kann ich theoretisch. Okay, also ich glaube, das ist gerade Buggy. Ich mag also doch nicht an mir, dass ich die nicht gesehen habe. Mal einmal so rum. Aber auch gerade die einzigen zwei, die mir anzeigt. Was gibt's denn hier? Dafür habe ich nicht genug gemacht. Aber jetzt soll ich hier schwimmen und kann ich oder was? Aber tatsächlich auch nur hinten die zwei, die er mir überhaupt anbietet. Als Questziel. Sehr merkwürdig. Nö, ich kann nichts machen hier. Ärgert mich ein bisschen. Na gut, dann machen wir sonst ein bisschen Spaß. Ich hoffe mal, dass es dann am nächsten Neustart geht mit den mit dem Schwimmen. Aha, bereit zu trinken? Ja. Aber sicher. Da bin ich ja immer irgendwie besonders schlecht drin. Das mit dem Dings habe ich noch nicht so richtig drauf. Scheiße, zu früh gedrückt. Ich habe mal gewonnen, Wahnsinn. Ich glaube, das erste Victory, Wett,
Fett trinken, was ich gewonnen habe. Du bist ein rechter Schluckspecht. Komm jederzeit wieder. Okay, das sieht jetzt irgendwie schon wieder komisch aus. Okay, das kann ich also anscheinend mehrfach machen. So, da oben haben wir noch Bogenschießen, glaube ich. Willst du es jetzt versuchen? Ja, will ich. Gib mir einen Bogen. Schieß auf alle dir zugewandten Ziele, bevor sie sich drehen, um Bonuspunkte zu erhalten. Okay. Also hatten wir ja schon mal in ähnlicher Form. Sammel dich für einen Moment und dann los. Ach, verdammt. Bei Freyas Liebe, ein Meisterschuss. Du machst deine Ahnen stolz. Nur gut, dass ich auf dich gesetzt habe. Ins Auge, du schießt gut. Bei dir sieht das so leicht aus. Die Hälfte hast du schon mal, Eivor. Nur gut, dass ich auf dich gesetzt habe. Ins Auge, du schießt gut. Du machst deine genau, die Runden geben stolz. Die meisten Punkte. Bei dir sieht das so leicht aus. Die Zeit ist fast um. So, die Runden habe ich noch mitgenommen. Nicht sehr schön. Schlecht, aber ich weiß, dass du es besser kannst. Versuch es gern nochmal. Einmal reicht es mal. So, oh, meine Lady, what ihr wolle. Maida, ich habe gehört, du wärst zur Frühjahrskönigin gewählt worden. Oh, ich hasse es. Ich habe allen gesagt, dass ich das nicht will, aber sie haben nicht gehört. Und nun muss ich diese furchtbare Blumenkrone tragen. Das ist doch kein Kopfschmuck für eine Kriegerin. Vielleicht könntest du sie mit Stolz tragen, wenn sie besser zu deinem Huga passte. Ja, das klingt vielleicht seltsam, aber ich will eine Krone aus einem Tier, nicht aus einem Garten. Bertam hörte Sunifa über ein Tier sprechen, das zurzeit sehr viel Wild im Wald reißt. Bisher konnte sie seine Fährte nicht aufnehmen, aber es wäre mir eine Ehre, eine Krone aus einem solchen Raubtier zu tragen. Diese Bitte kann ich leicht erfüllen. Ich komme mit einer Krone zurück, die unserer Frühjahrskönigin würdig ist. Danke, okay. Eivor. Ich stehe in deiner Schuld. Ja, in die Beste. Oh, die ist doch ein gutes Stück weg. Dann jagen wir mal die Beste. Was soll die denn sein? Guck mal an. Oh, dass der andere Typ da in der Nähe ist, das ist halt ein bisschen doof. Aber ich versuch's zumindest mal.
Also, wenn ich jetzt angekommen bin, man soll ja die Rüstungsteile ändern können, sozusagen. Also zumindest mal auf dich. Mal gucken, wie das geht. Inventar. Ich glaube, das macht am. Macht am meisten Sinn. Welche könnte ich denn mal ändern? Ich glaube, beim Brustpanzer, hier sieht man es wahrscheinlich erstmal am besten. Ändern. Also Runde ist klar, ablegen, verbessern. Also hier direkt im Inventar geht es nicht. Müsste da mal schauen, wo das machbar ist. Bin ich bestimmt raus. Aber erstmal hier runter. Der hat ja jetzt, glaube ich, so einen leichten Bogen drin, ne? Würde ich mal behaupten. Okay. Soll ja ein Raubtier sein? Ja, die Beste. Bin Das ich mal Biest muss in der gespannt. Nähe sein. Ich sollte nach Spuren suchen. Da habe ich Spuren. Ein wahrlich grausiger Anblick. Das muss das Werk dieses Untiers sein. Das Tier wurde auf eine Art ausgeweidet, die ich noch nie gesehen habe. Es muss Komisch. Krallen oder Klauen haben. Ja, und so kann definitiv nicht schaden. Lassen wir die Spur mal weiter in die Richtung. Gerade irgendwas gesehen. Ah, da ist was. Ist irgendwie ziemlich doof hier rum. Das sieht aus, als würde es einem Bauern gehören, aber hier im Wald gibt es keine Gehöfte. Okay. Das sind doch schon wieder merkwürdige Dinge, die hier vor sich gehen. Okay, was ist das für einer? Oh, Hilfe! Ist da jemand? Rettet mich vor diesem Ungeheuer! Erstmal Nahrung sammeln. Sicher, sicher. Beruhige dich, mein Freund.
Ich werde die Waldbestie erlegen. Oh, den Göttern sei Dank. Ich dachte, es wäre um mich geschehen. Weißt du, wohin es gegangen ist? Dort! Siehst du sie denn nicht? Nicht jetzt? Ich sehe nur ein Hühnchen. Es ist ein Meister der Verkleidung. Lass dich von den Hühnchen nicht beirren. Bitte. Brutales Hühnchen auf jeden Fall. Sehr lustig. Sprich mit dem Bauern. Es ist sicher. Wo hast du dieses Huhn aufgetan? In Hel? Oh, besten Dank. Ich fasse es immer noch nicht, dass Romy mich angriff. Romy? Ja, das Huhn, das du gerade erlegt hast. Ich wollte es zum Markt bringen, als ein Bär erschien. Ich dachte, das wäre mein Ende, aber Romy beschützte mich. Sie bezwang den Bären, als wäre es nichts. Ich wollte sie beruhigen, aber nachdem sie den ersten Tropfen Blut gekostet hatte, war sie nicht mehr zu halten. Das ist ein sehr besonderes Huhn. Stell dir vor, sie sollte geschlachtet werden. So etwas werde ich keinem Huhn mehr antun. Sag, darf ich Romy verwenden, um meiner Freundin eine Krone zu fertigen? Ja, natürlich. Es wäre mir eine Ehre, wenn etwas von Romy weiterleben kann. Ich helfe dir sogar dabei. Sehr schön. Kehre zu Maida zurück. Dann machen wir das doch. Mann. Ich habe ja jetzt alles Mögliche erwartet, aber auf den Huhn wäre ich nicht gekommen. Na, die kommen ja auf Ideen. Sieht schon cool aus. Ich wäre schon froh, glaube ich, wenn ich eine von den Echsen hochheben und schwingen könnte. Das hier gefällt mir eigentlich super. So ein kleiner Tanz. Den machen wir aber beim nächsten Mal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich versuche es einfach nochmal, aber ich glaube nicht, dass es geht. Hier lässt sich nichts anklicken. Doof. Königin, nun erhältst du deine Krone. Eivor, wie wunderbar! Welch schreckliches Untier gab sein Leben, um etwas so Schönes zu schaffen? Es war ein geflügeltes Wesen, wie ich es noch nie gesehen habe. Von seinem Schnabel tropfte Blut und seine Krallen waren schärfer als jede Klinge. Offensichtlich ein mächtiger Gegner. Ich wünschte, ich hätte dem Kampf beiwohnen können. Es war wahrlich ein besonderer Anblick. Ist klar. Wirst du deine Rolle nun gerne übernehmen? Ja, ich werde diese Krone mit Stolz tragen.
Ich danke dir. Was soll ich dazu sagen? Quest abgeschlossen, die Frühjahrskönigin. So, mal gucken, was gab's denn hier jetzt noch? Schlägerei haben wir gemacht. Westlich soll es sein, das geht ja momentan irgendwie nicht. Das ist der Bäcker-Gedöns. Hier Burns Droid, trinke ein Bier schneller als dein Gegner, das habe ich gemacht. Ja, das war das mit dem Siedlung schmücken. Was haben wir gemacht? Was waren das andere hier? Ah, okay, das sind die Ziele. Geisterschutz. Alvis braucht Hilfe beim Geisterschutz. Das mache ich beim nächsten Mal. Für die Runde war es das dann erstmal. Ja, hatten ja ein bisschen Osterfreude. Ich bedanke mich fürs Schauen und bis zur nächsten Runde. Bye, bye.